Los geht's. Capcom präsentiert. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Notstand. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte. Der sieht aus wie so ein typischer, komischer Doktor. Herr Doktor, was ist mit Ihnen los? Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Matt, Zukunft gibt. Das glaube ich Ihnen nicht. Was auch immer Umbrella da macht, ich halte das für eine Schnapsidee. Erstmal wach werden. Die Eskapaden der letzten Nacht vergessen. Was auch immer da los war. Wir fassen uns auf unsere Beine und sind bereit für das, was kommt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3, das Remake von 2020, glaube ich. Wir sehen uns hier mal um. Es ist First Person, das gefällt mir schon mal sehr gut. Was kann ich mir anschauen? Raccoon City, wo ist Leon? Kann man nicht erkennen. In Raccoon City war einiges los. Mal kurz in die Einstellung. Mausempfindlichkeit, ich mache ein bisschen höher. Ich mag das gerne, wenn die ein bisschen zurück ist, ja? So ist etwas besser, ja. Das bin ich. Ich bin, glaube ich, Jill. Mein Name ist Jill. Hallo. Und ich sitze heute im Badezimmer. Hier duscht jemand. Und ich stelle erstmal das Wasser ab. Ist ja Verschwendung. Es tropft Blut von meiner Nase. Oh. Oh. Was passiert da mit mir? Das ist wie ein Fiebertraum. Ich sehe aus wie einer der Zombies aus Resident Evil 2. Ich sag euch, wie es ist. Nein! Das ist sehr schnell eskaliert. Was zur Hölle? Sehr schnell. Macht schlimmer. Noch 3 Tage. Kann mich diese Stadt mal. Am 30. September dürfen wir gehen. Okay. Habe ich eine Waffe? Ich habe noch kein Inventar. Was ist da draußen los? Ich kann es nicht erkennen. Die Qualität des Fernsehens ist zu gut. Was habe ich da? Ah, Licht angemacht. Kannst du auch wieder ausmachen? So viele Pillen. Ja, die habe ich nicht gegessen. Das war ich nicht. So, was haben wir hier? Licht. Jills Bericht.
26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint über verschiedene Arten zu verbreitet werden. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Das ist das, was wir aus Resident Evil 2 schon kennen. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich angelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein, immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubationszeit. Ach, deswegen. Notizen zu den Ermittlungen. Umbrella, Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. Wir kennen sie bereits aus Resident Evil 2. T-Virus-Ausbruch in Arcway-Forschungseinrichtung. Fand noch vor Willenzwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden und Bürgermeister Warren kontrollieren praktisch die Stadt. So wie es halt immer so ist bei solchen Pharmakonzernen, die alles an sich reißen. So, was haben wir hier? Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr, von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde und oder was auch immer mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlung dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht, in 5 Tagen. Wünsch mir Glück. Hab ich den geschrieben? Ist das mein Brief? Ist das ein Kraut? Nee. Kann ich hier raus? Nein. Okay. Sieht aus wie eine normale Wohnung. Machen wir mal auf. Licht an. Und wie sehen wir aus? Ach, das Wasser ist an, wie im Traum. Aber wir sehen normal aus. Uns geht's gut. Sehr gut sogar. Oh doch, Third Person. Oh, ich mag lieber First Person. Kann das sein? Weiß ich nicht, wer das ist. Kann ich was mitnehmen? Nö. Okay, ich komm schon. Brief von einem Kollegen. Ich muss erstmal lesen. An Jill Valentine. Hey du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du danach forschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du deine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird dich tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers. Stars Alpha Team für immer und ewig. PS, ich musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Okay, geheime Briefe. Willkommen. Hallo, wer ist da? Hallo? Jill, geht's dir gut? Ja. Brad, bist du das? Du musst sofort raus da. Wo
Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. Okay, lass mich meine... Oh, oh. Wer ist das denn? Bitte was? Ich glaube, das bringt nichts. Jetzt sieht aus wie der Latexmann. Nur mit neuem Latexanzug. Was zur Hölle ist das denn? Und schon rennen wir. Das ist doch bestimmt wieder von Umbrella gemacht, oder? Ich muss hier raus. Der Latexmann kommt bestimmt gleich. Was zur Hölle? Unmöglich. Weiß der, wo ich bin? Oh! Okay, der weiß genau, wo ich bin. Hallo? Was machen Sie denn da? Immer dem Ausgang entgegen. Ist aber sehr actiongeladen, ja? Schon direkt so losgeht. Lass mich! Frechheit! Ich will nicht ins Grill! Grill dich doch selbst, du Sau! Kommt er doch locker durch. Lass mich raten, wie es ist. Der kommt da locker durch. Das ist der neue Latexmann. Und da draußen sieht es auch nicht gut aus. Spielziel, aus der Stadt fliehen. Jill? Hier drüben! Ja, ich komme ja schon. Ich kann nur gerade nicht so schnell. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, raus desto hier. Schlimmer wird's. Sehe ich auch so. Lass uns lieber gehen. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Ja, wir gehen einfach, ja? Schöne Kinofilme, aber ich habe gerade keine Zeit, ins Kino zu gehen. Hey, warte! Hier unten! Überall explodiert alles. Jetzt kann ich doch rennen. Mann, wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Oh, oh. Hier rein! Rein da! Ich erinnere mich aber an Evil 2. Ich behaupte mal, es sind die gleichen. Lass uns lieber einfach reingehen, ja? Scheiß auf alles andere. In your face! Das, ihr Kino-Leute. Oh nein! Scheiße! Er ist gebissen worden. Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet! Nein! Nein! Sind wir noch ein Team? Ja! Dann hau ab! Und versau's nicht wie ich! Geh! Nee. Wo gehen wir denn hin? Eine Waffe! Sorry. Die brauchen wir!
Okay, der ist tot. Okay, wir laufen aber, oder? Ich hab nicht so viel Muni. Okay. Wohin? Wo gehe ich denn hin? Ist das hier eine Sackgasse? Wo gehe ich hin? Ja, ich habe keine Muni mehr. Wo soll ich denn hin? Ach, hier drunter. Lass mich da rein. Hey, sieh da! Gehen Sie zum Dach des Parkhauses! Erstmal da hinkommen. Das dürfte nicht so einfach sein. So, geht's Ihnen gut? Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Lauf weg! Los, kommen Sie! Da ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Habe ich eine Karte schon? Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Ah, Munition. Sehr schön. Schnellzugriff auf die 1. Hallo auf die 1. Oh. Die 2. Ich bin bereit. Oh, Brutus! Dass ihr alle da seid, darauf war ich nicht vorbereitet. Du bist durch! Hallo, Sir, Sie bleiben da drin, ja? Ab in den Fahrstuhl. Es reicht. Aua! Geh auf! Raus! Ich bin nicht zum Anknabbern, auch wenn es so aussieht. Lass es sein. Aber ich habe direkt ein schönes Gewehr. Muss man sagen, wie es ist? Ach, ich bin noch da. Es war schon Absicht, ich bin noch da. Oh oh. Was ist denn da los? Da klappt aber nichts so wie geplant. Ich will aber nicht fahren. Komm schon. Spring an, verdammt. Jetzt bin ich dran, Arsch. Jawohl, du Arsch. Bums. Oh, oh. Was für eine Sau. Und schwupps liege ich unten. So schnell geht's. Sag's, wie's ist. Er kommt! Geh lieber raus da! Er ist halt immer noch da. Hey!
Den brauche ich auch. Schmeiß den doch nicht weg. Ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Carlos! Komm, bring dich in Sicherheit. Und wo ist Leon in dem Spiel? Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Wir gehen. Ich sehe mich aber um, ja? Ihr kennt mich, ja? Oh, ich hab eine Karte. Okay, die ist im Resident Evil 2. Du musst leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Kann ich was mitnehmen? Ich will Sachen mitnehmen. Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Das ist sehr nett. Solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hol ihn dir. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich weiß ihn noch nicht so recht. Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Danke, dass du das erklärt hast. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Ich weiß es nicht. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Ja, bitte. Komm, hier geht's lang. Ist da noch was? Dinobites, die hätte ich gerne jetzt. Was Nettes zu essen. Ist das hier die, wo Leon rausgekommen ist? Wahrscheinlich nicht. Wir sind auch in Vacuum City. Da, wo Leon auch war. Hallo, Carlos. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Oh, der sieht aber nicht so gut aus. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Nee. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Jill. Freut mich sehr. Mich auch. Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Michael. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Michael Myers. Okay. Und wie läuft's bislang? Bestimmt sehr gut. Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Ist Leon da drin? Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Ja, ich auch nicht. Wir haben schon diesen Heroin-Look. Okay. Ich helfe. Staub und Blut überall. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Ein Talkie-Walkie. Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Ich hab eine Waffe. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ich schau mich erstmal um, ja? Gut. Ist hier eine Kiste? Kann ich irgendwo speichern eigentlich? Das ist mein wichtigstes im Leben, Let's Play. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Okay, ich muss da rein. Ich werd's überleben. Okay. Schöne Musik. Sehr spannend. Lass mich doch durch. Kann ich nicht mehr durch die Tür? Anscheinend nicht. Die Tür ist jetzt verschlossen. Auf der anderen Seite raus? Skullstalker.
da hoch. Ah, da haben wir doch was. UBCS Munitionshandbuch. UBCS Munitionshandbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Vielen Dank, die Kiki ist leider nicht da. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Pistolenmunition, zweimal Schießwulver, Flintenmunition. Ah, das kennen wir aus Resident Evil 2. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Klar. Sturmgewehrmunition nehmen wir gerne mit. Okay. Brauchen wir aber hoffentlich noch nicht. Ihr kennt mich, ich werde die Munition horten, wie ich kann. Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein herumtreibender, zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lamps am Museum auf Ort an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei den Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich in diesem Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Commit haben das nagende Gefühl, dass die Patienten an der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelte, sich nicht mit den Cafeteria-Essen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Ja, kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht weiterlesen. Ja, auch nicht. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Das wollte ich gerade sagen. Die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Klar. Wie stelle ich das an? Mach das. Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Klar. Verstanden. Beeilen wir uns. Reuterli! Mitnehmen. Ah. Schießpulver mitnehmen. Ach, hier brauche ich was, um das aufzukriegen. Das geht nicht, okay. Oh, kann ich die kaputt machen? Kann ich eigentlich wie in Resident Evil 2? Ah, das geht. Okay. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das richtige... Eine Aussparung. Ah, ich kann speichern. Sehr gerne. Ich habe gespeichert. So, hier kann ich Sachen weglegen. Ich pack das mal weg, ja. Im Moment gerade brauche ich es nicht. So. UBCS Kräuterfeldhandbuch. UBCS Kräuterfeldhandbuch. Hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jeder kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst, also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Starke Mixtur, grünes Kraut mal 2. Ultrastarke Mixtur, grünes Kraut plus rotes Kraut oder grünes Kraut mal 3. Erste-Hilfe-Spray, das könnt ihr nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen halt. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Ja, bin ich dafür. Ich hätte jetzt gern ein Bier. Muss ich sagen, wie es ist. Würde ich gern trinken. Denkmal. Einfaches Schloss, okay. Kann ich wahrscheinlich aufschießen, oder? Aber mache ich jetzt mal nicht. Und die Kisten sind da. Oh Gott. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Kann ich hier rein? Ja.
Ah, Munition. Sehr gerne. Los, Sau. Ich hab nix. Hab ich auch nix. Wir kommen da gleich durch. Wollen wir wetten? Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts fahren. Geh doch selbst! Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und auch bestimmt mit etwas Feuer. Bestimmt. Leck mich. Ich muss das löschen. Ja, ich hab aber nix. Und ich krieg bald Besuch, lass mich raten. Kann ich ins Schaufenster hier rein? Das ist der Hydrant. Ich seh da vorne weg, da gibt's aber noch Dinge. Oh oh! Die kenne ich doch noch! Der dicke Kontrolleur ist auch wieder da. Ich will die aber ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ich will Munition sparen. Kann ich hier? Ich kann ja nicht rein. Hier ist ein Schloss. Erstmal rein. Okay, hier ist auch einer. Die kann ich nicht rüber. Was mache ich denn jetzt? Also hier ist auf jeden Fall noch was. Hier. Bin ich erstmal sicher. Aber hier komme ich ja her. Ja, Chat, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.